schlafe ein. Doch meistens soll das eben nicht vor 3 Uhr Nacht sein. Abends gegen Nacht falle ich meistens in Fitnessloch. Doch wenn ich mir dann einen Kaffee koch, pocht mein Herz wieder auf der richtigen Frequenz. Ziehe los mit meinen Homies John MC und Jens. Morgens beim Nachhausekommen treffe ich die Zeitungsfrau. Es war wieder eine der Nächte, wo ich mir Alkohol in die Leitung hau. Ach, überhaupt sollte ich viel mehr Obst essen, anstatt mir nachts um 3 ein Big Mac Menü reinzufressen. Das Ergebnis sieht man, wir sind nervlich voll am Ende. Doch heute Nacht ziehen wir los und beschmieren die Jahrtausendwende. Gott sei Dank bin ich auch nicht nur auf einer Party versaut, sondern weiter ziellos umgezogen wie ein Fetenkreuzritter. Mal abends nicht wegzugehen, wäre einfach viel zu bitter. Glassplitter in meinem Blut, das ins Hirn fließt. Ich find das richtig, wenn man seinen Frust mit Alkohol begießt. Wir rannten durch die Straßen, als wären wir wieder Kinder, traten Laternen aus und hatten mächtig Fun mit Rindern, die das taten, was uns auch nicht schaden würde, nämlich schlafen, doch im Stehen. Deshalb haben wir uns angeschlichen und sie umgeworfen. Mu, das war nicht nett, kommt aber fest. Geht mal nichts ab, geht man zu Freunden mit Fernsehern und Sessel. Rauch zu viel Zeug, bis die Synapsen kesseln. Danach komm ich heim und schalt den Fernseher ein. Man könnte auch hier was verpassen, also zieh ich mir den größten Mist rein. Hallo Hirn und Körper, wie geht es euch denn? Ah, der Schmerz ist euer Dankeschön, weil ich zu wenig penne. Meine Mami hatte recht, ich soll vor Mitternacht mal schlafen. Das würde aber nicht hinhauen, auch nicht mit dem Zählen von Schafen. Du und ich, wir müssen alle viel länger schlafen. Du und ich, wir müssen alle viel länger schlafen. Du und ich, wir müssen alle viel länger schlafen. Du und ich, wir müssen alle viel länger schlafen. Man merkt ziemlich schnell, wir sind 3 von einer Sorte. Über jedes Phänomen verlieren wir ziemlich viele Worte. Zum Beispiel soll man morgens niemals in den Spiegel sehen. Das ist fast so schlimm, wie das Brötchen eines Burgers umzudrehen. Von wegen, ich hätte im Tiefschlaf meine Ruhe. Mein Gehirn holt Dinge aus der Vergangenheitstruhe. Mit Überschall träume ich mich durch unsere Umwelt. Diese Reise geht an Grenzen von dem, was der Geist aushält. Willkommen in der Wirklichkeit, mein Freund. Spricht dann morgens der Wecker, was hab ich nur geträumt? Ich weiß nicht, wie lange das so funktioniert. Schau in die Sterne, was hat mich bloß so ruiniert?